In diesem Tutorial geht es um die Recherche und Verwendung der E-Books des Psychosozialverlags. Daher folgen Sie dem Pfad auf unserer Homepage, Bibliothek, Recherche, E-Books. Klicken Sie nun in der Übersicht auf Psychosozialverlag. Der Informationsblock zu dem Anbieter klappt auf. In diesem erfahren Sie, welche Besonderheiten für die Nutzung gelten. Sie variieren je nach Anbieter und betreffen die Möglichkeit des Kopierens, Druckens und Herunterladens der Inhalte. Wie bei allen anderen E-Book-Anbietern können Sie die E-Books über unseren OPAC oder über die jeweilige Plattform aufrufen. Klicken Sie nun auf die E-Book-Plattform. Gelangen Sie auf die Startseite der Nomos E-Library. Oben finden Sie einen einfachen Suchschlitz. Dann daneben einen Link zur erweiterten Suche. Klicken Sie auf die erweiterte Suche, klappt diese auf und Sie sehen, welche Suchoptionen Sie haben. Zum Beispiel können Sie hier nach Autor suchen oder einen Zeitraum festlegen oder nach einem bestimmten Themengebiet recherchieren. Reicht Ihnen die einfache Suche, schließen Sie die erweiterte Suche, indem Sie erneut darauf klicken. Wenn Sie nun einen Suchbegriff im Suchschlitz eingeben, macht Ihnen die Nomos E-Library Suchvorschläge ähnlich wie bei Google. Wählen Sie Ihren Suchbegriff aus der Liste aus oder tippen Sie Ihren zu Ende. Dann betätigen Sie den Suchbutton. Unterhalb des Suchschlitz befindet sich die Ergebnisliste. Ist Ihnen die Trefferzahl zu hoch, können Sie links Ihre Suche verfeinern, indem Sie Filter wie Zugriff, Sachgebiet oder Jahr einsetzen. Setzen Sie zum Beispiel beim Filter Zugriff auf nur zugängliche Werke. Werden Ihnen alle Werke angezeigt, die wir beim Verlag lizenziert haben. Sie können auch nach Publikationsart eingrenzen, wenn Sie zum Beispiel nur Bücher suchen. Die Ergebnisliste können Sie nach Relevanz, Datum oder Titel sortieren. Jeder Treffer wird kurz mit Cover, Autor bzw. Herausgeber, Titel, Erscheinungsjahr und Verlag vorgestellt. Links neben jedem Treffer befindet sich ein Ampelsystem. Grün bedeutet verfügbar und falls es hier einen roten Button gibt, dass wir die Bücher nicht lizenziert haben. Setzen Sie rechts neben dem Treffer ein Häkchen, können Sie den Titel über den gelben Button Zitation oben rechts in Ihr Literaturverwaltungsprogramm, zum Beispiel Citavi, importieren. So haben Sie alle relevanten Daten in Ihrem Projekt beisammen. Mit einem Klick auf den Titel öffnet sich die Detailansicht. Links befindet sich das Inhaltsverzeichnis. Die einzelnen Kapitel sind verlinkt, sodass Sie beim Anklicken zu den einzelnen Kapiteln bzw. Unterkapiteln springen können. Rechts daneben finden Sie zunächst die bibliografischen Daten des Buches, die Sie aber auch ausblenden können. Darunter finden Sie eine Leiste mit diversen Buttons. Automatisch sind Sie im Volltextmodus, sodass Sie das Buch direkt hier im Fenster lesen können.
Rechts daneben finden Sie den Download-Button. Hier können Sie entscheiden, ob Sie das aktuelle Kapitel oder das komplette Werk herunterladen möchten. Der nächste Button bietet wieder die Möglichkeit zum Zitieren. Der Button über dieses Werk gibt Ihnen einen Überblick über den Inhalt mit einer Zusammenfassung und einem Abstract. Mit den Pfeilen rechts und links können Sie innerhalb des Buches vorwärts oder zurückblättern. Gehen Sie mit dem Cursor in das Fenster unter den Buttons, da wo der Text steht, wird Ihnen eine weitere Funktionsleiste angezeigt. Links können Sie das Dokument nach Begriffen durchsuchen. Und dort immer hin und her springen, um sich die Treffer anzuzeigen. Daneben können Sie wieder vorwärts und rückwärts blättern. Um das Buch besser lesen zu können, können Sie hier in der Mitte den Zoom einstellen auf jeweilige Prozente oder die Seitengröße oder Seitenbreite. Noch besser ist das Buch allerdings zu lesen über den Button hier rechts, den Präsentationsmodus. Wenn Sie darauf klicken, passt sich das Buch den Bildschirm des jeweiligen Gerätes an. Aus diesem Modus kommen Sie mit der Escape-Taste wieder heraus. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, das ausgewählte Kapitel zu drucken oder herunterzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Telefon 030 50 10 10 17 oder per E-Mail bibliothek@ksb-berlin.de.